Herzlich willkommen bei Soziale Fachliche Betreuung. Heute geht es um das Thema Ferienreisebetreuung. Ferienreisebetreuung ist ein weit großes Thema, hört sich wenig an, ist aber viel. Deswegen habe ich hier auch zwei komplette Seiten, die allein nur um die Ferienreise gehen. Die Ferienreisebetreuung ist sehr vielfältig. Von schwerst mehrfachbehinderten Down-Syndrom oder Trisomie 21, gibt es auch 22, Verhaltensauffälligkeiten, Autismus, Asperger-Kana, ADS und viele Krankheitsbilder sind dabei. Klienten ohne Behinderung fahren auch oft mit. Ferienreisen sind meist nach dem Alter eingestuft, auf Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung. Ja. Das macht dann auch jeweils der Träger oder die Schule. Die Einstufung. Es gibt Träger, die machen es gut, es gibt Träger, die machen es schlecht. Ihr kennt beide Seiten. Je nach Einstufung des Berichtes von der letzten Ferienreise, weil von der letzten Ferienreise wird ja mal ein Bericht gemacht, wenn noch kein Bericht da ist, ist es immer irgendwie eine Ratesuche und ein Kennenlernen. Der letzten Ferienreise wird in Ansprache, aber auch in Absprache mit dem jeweiligen Träger oder des Vereins entschieden, ob der Klient eine 1:1, 1:2, 1:3 Betreuung bekommt. Und in manchen Ländern ist es auch 2:1, 3:1, je nach dem Schweregrad für die nächste Ferienreise eben eingestuft wird oder nicht. Der Beeinträchtigungsgrad muss dabei immer beachtet werden. Und welche Diagnose? Wer eine Ferienreisebetreuung übernehmen will, sollte vorher den Klienten, die Eltern oder den gesetzlichen Vormund kennenlernen, um herauszufinden, ob man sich das erstmal selbst zutraut und sich mit dem Klienten versteht. Und zur Selbsteinschätzung, ob die eigene Qualifikation ausreicht. Das ist ja der wichtige Punkt. Und zur Qualifikation sage ich danach noch was. Bei den Klientengesprächen muss genau darauf geachtet werden, was gefragt und was gesagt wird. Alles genau notieren und jedes kleine Detail nachfragen. Damit man auch während der Reise auf alles gut vorbereitet ist. Die Kostenübernahme ist verschieden. Von Selbstbezahler, Selbstzahler oder Krankenkasse, Pflegekasse, Rentenstelle, Arbeitsagentur, Jugendamt, Sozialamt und so weiter. Je nach Kostenträger und Bundesland ist die Höhe der jeweiligen Kosten auch variabel. Solche Reisen werden sehr oft von Trägern und Vereinen geleitet, selten direkt von Amt. Und da kommt es ja schon zum Punkt, Träger und Vereine. Es gibt Träger, die machen es gut, die stellen Fachkräfte ein. Die stellen zum Beispiel, eine Fahrt werden 10 Betreuer mitkommen. Ja, davon sind 8 Betreuer quasi Fachkräfte oder Qualifizierte oder jahrelang erfahrene Betreuer. Erzieher, Lehrer, Schulassistenten, Sozialarbeiter, je nachdem, was es so gibt. Es gibt aber auch Träger, was ich auch oft miterlebt habe. Da kommen dann quasi nur Studenten, ich habe nichts gegen Studenten, aber die haben keinerlei Erfahrung, die da mitkommen. Denken aber, sie können alles, sie wissen alles und am Ende bauen sie nur noch Mist. Und die Fachkräfte, die dann da sind, die werden irgendwo in der Ecke stehen gelassen, auf Rat und Tat wird irgendwie verzichtet, wenn man einen Ratschlag geben möchte, weil sie wissen ja alles besser und möchten keinen Ratschlag haben. Was schade ist, gerade die sind ja selber noch am Lernen und sollten eigentlich auf Ratschläge achten. Ist aber oft nicht der Fall, zum Leidtrag der Jugendlichen. Ich habe das auch schon oft erlebt. Ich war schon, bin um 7 aufgestanden, haben wir ein kurzes Teamtreffen gemacht. Dann habe ich diese Aufgaben, die für mich waren, eben schon erledigt und hatte dann eben nichts zu tun.
Und irgendwann um 11 hieß es dann, warum machst du hier nicht? Warum hast du das noch nicht gemacht? Wo ich dann gesagt habe, ich bin doch schon lange fertig. Ich quatsch doch nicht so lange um den heißen Brei wie ihr. Ja, da wird mehr gequatscht als getan. Zum Leidtragen der Kinder und Jugendlichen. Es ist zwar schön, die kriegen das ja dann meist nicht mit. Aber es zieht sich alles in die Länge. Bei erfahrenen Mitarbeitern ist halt eben nicht der Fall. Da brauchen wir ja nicht viel reden. Das läuft ganz alleine. Ich habe das wirklich einen Unterschied mitbekommen. Eine Fahrt mit nur Erziehern, Lehrern, Betreuern. Da war das Teamtreffen 20, 25 Minuten. Da war die ganze Woche durchgesprochen. Und hat man abends nur noch besprochen, was jetzt geplant wird, wie der Tag jetzt war und so weiter. Und da war die Sache durch. Und hat man sich abends dann noch einen kurzen Bunten gemacht. Dann hatte ich aber leider Gottes auch Faden gehabt mit nur Anfängern, wo ich als Einziger mit jemand anders eine Fachkraft war. War beziehungsweise noch ein Qualifizierter oder ein Erzieher noch dazu, zum Glück. Wo man bis 1 Uhr gesessen hat, ein Teamtreffen gemacht hat nach 3 Stunden und man ist trotzdem nicht auf den Punkt gekommen, weil die wussten ja alles besser. Sie studieren ja, sie wissen immer alles besser. Was schade ist, die Einstellung, gerade in dem Bereich sollte man eigentlich ein bisschen heller sein. Ist schwierig. Also man muss... Als Elternteil, wenn ein Kind auf die Ferienreise geschickt wird, sollte man darauf achten, was die Kinder sagen. Wenn die Kinder sagen, ach ja, dann sollte man vielleicht einen Träger wechseln. Weil bei Kindern sollte man darauf achten, dass der größte Teil Fachkräfte sind und oder Gelernte oder Studierte, also Fertigstudierte und nicht irgendwelche Metzger, Fleischer, Bürokaufleute oder welche, die gerade Jura studieren, die haben da nicht großartig zu suchen. Das ist schade. Gut, das war es zum Thema Ferienreisen innerhalb der Möglichkeiten. Jetzt gibt es aber zum Thema Ferienreisen noch, was man zum Beispiel machen kann. Basteln zum Beispiel kann man machen. Man kann zum Beispiel Postkarten basteln, also Bastelbereich, andere Aktivitäten wie Kochen, Disco, Lagerfeuer, Filme, Sport, Ausflüge, Strand, Tierpark, Vergnügungsparks und so weiter. Das kann man alles zum Beispiel machen. Dann gibt es ja noch die Dienste. Bei den Diensten ist das ja dann oft so, es gibt ja einen Küchendienst, es gibt den Einkaufsdienst, das wird dann alles in den Teamtreffen eben alle abgesprochen. Dann gibt es jemanden, der sich um das Auto kümmert. Weil zu Fuß kann man für so eine große Gruppe nicht einfach einkaufen gehen. Und es gibt verschiedene Dienste, die abgeklärt werden müssen. Zu jedem Dienst kommen dann eben immer ein oder zwei Kinder mit. Das ist für einen selber so eine Entlastung, auch wenn man immer die Augen aufhalten muss. Aber man muss sich alles alleine machen und die Kinder freut es auch, wenn sie was machen können. Gerade in der Küche oder beim Einkaufen. Vor allen Dingen beim Einkaufen. Ja, das war es im Thema Ferienreisen. Und ich wünsche noch viel Spaß. Tschüss.